Deutschland will die Energiewende und setzt auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Welche Auswirkungen hat das auf die Stromversorgung? Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, können die Kunden zunehmend mit Strom aus regenerativen Quellen versorgt werden. Tablet, Handy und Elektroautos werden so mit grünem Strom betrieben. Aber was passiert, wenn Wind und Sonne als Produzenten ausfallen? Dann müssen die Kraftwerke ran, die unabhängig vom Wetter produzieren können. Diese Produktionsgarantie, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, die erforderliche Menge Strom erzeugen zu können, nennen Fachleute gesicherte Leistung. Sie wird zum überwiegenden Teil von konventionellen Kraftwerken, also Gas- und Kohlekraftwerken, bereitgestellt. Da Strom nicht in großen Mengen zu speichern ist und die erneuerbaren Energien eben nicht immer verfügbar sind, werden konventionelle Kraftwerke für eine sichere Stromversorgung noch auf lange Sicht unverzichtbar bleiben. Wo ist das Problem? Der Ausbau der erneuerbaren Energien, die ja immer Vorfahrt im Stromnetz haben, hat für die konventionellen Kraftwerke zwei Konsequenzen. Erstens, sie werden weniger gebraucht, ihre Einsatzzeiten schwinden, sie produzieren weniger Strom. Zweitens, die Preise für diesen Strom am Großhandelsmarkt gehen drastisch zurück. Waren es 2011 noch 6 Cent je Kilowattstunden Strom, so sind es aktuell nur noch 3,5 Cent je Kilowattstunde. Das heißt, durch den Ausbau der Erneuerbaren sinken die Einnahmen der Konventionellen kontinuierlich, bei gleichbleibenden Fixkosten, etwa für Personal und Instandhaltung. Vor diesem Hintergrund ist der Betrieb der meisten Kraftwerke einfach nicht mehr wirtschaftlich. Sie werden aber weiterhin dringend gebraucht. Genau wie die Feuerwehr müssen sie für den Notfall bereitstehen, um die Kunden zum Beispiel bei Nacht- oder Windflaute ausreichend mit Strom zu versorgen. Während die Feuerwehr aber für ihre Bereitschaft im Notfall da zu sein bezahlt wird, werden die Kraftwerke nur für tatsächlich produzierten Strom bezahlt. Diese grundsätzliche Bereitschaft der konventionellen als Stromfeuerwehr, eine sichere Versorgung zu gewährleisten, lässt sich mit den Einnahmen aus dem Stromverkauf in der jetzigen Marktsituation aber nicht mehr finanzieren. Konsequenz? Schon heute sind viele Kraftwerke abgeschaltet worden. Weitere Stilllegungen aufgrund der wirtschaftlichen Situation sind zu erwarten. Hier muss gegengesteuert werden, um die hohe Qualität der Stromversorgung auch künftig gewährleisten zu können. Wie sieht die Lösung aus? Für die Feuerwehrrolle haben der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, und der Verband der kommunalen Unternehmen, VKU, ein Modell entwickelt, den dezentralen Leistungsmarkt. Wie funktioniert der dezentrale Leistungsmarkt? Unabhängig von der schwankenden Produktion der erneuerbaren Energien will der Kunde seinen Strom, und zwar immer. Er will also gesicherte Leistung. Aber wie viel davon braucht er genau? Hier kommen die Stromanbieter ins Spiel. Sie kennen den Bedarf ihrer Kunden. Außerdem können sie beraten, ob sich der Bedarf ihrer Kunden reduzieren lässt, indem zum Beispiel Waschmaschine oder Geschirrspüler abgeschaltet werden. Wichtig ist dies immer dann, wenn sehr viel Strom nachgefragt wird und es zu Engpässen kommen kann. Das wird sich dann auch finanziell lohnen. Die Stromanbieter tun das für alle ihre Kunden und wissen deshalb genau, wie viel gesicherte Leistung sie einkaufen müssen, damit alle notwendigen Geräte in den Haushalten und Industrieanlagen beim Kunden weiterlaufen können. Die Nachfrage nach gesicherter Leistung können konventionelle Kraftwerke, Speicher oder zum Teil erneuerbare Energien wie Biomassekraftwerke bedienen. Außerdem haben große Industriebetriebe, wie zum Beispiel Aluminiumhütten, die Möglichkeit, ihre stromintensive Produktion in Zeiten großer Nachfrage zu drosseln. Dadurch lässt sich der Bedarf an gesicherter Leistung reduzieren. Es gilt, wer am günstigsten anbietet, weil er Kraftwerksleistung bereitstellt oder seine Industrieanlage abstellt, kommt zum Zuge. Was bedeutet das für konventionelle Kraftwerke als Anbieter am dezentralen Leistungsmarkt? Im dezentralen Leistungsmarkt bieten die Betreiber der Kraftwerke an, ihre Anlagen in Bereitschaft zu halten, damit sie im Notfall einspringen können. Sie geben eine 100-prozentige Produktionsgarantie. Dafür benötigen sie aber eine Erstattung, um wirtschaftlich betrieben werden zu können und Verluste auszugleichen. Die Verluste bei den einzelnen Kraftwerken sind dabei ganz unterschiedlich. Je effizienter Bau, Personal und Bestandserhalt ausgestattet werden, desto geringer fallen die Verluste aus.
aus. Und desto niedriger ist der Preis, zu dem ein Kraftwerk auf dem dezentralen Leistungsmarkt seine gesicherte Leistung anbieten kann. Das heißt auch, Stromerzeuger mit hohen Verlusten am heutigen Strommarkt werden auch am dezentralen Leistungsmarkt nicht erfolgreich sein. Welche Vorteile hat der dezentrale Leistungsmarkt? Der dezentrale Leistungsmarkt hat ein wesentliches Merkmal. Er schließt keine Technologie aus. Wer gesicherte Leistung anbieten kann, hat Zugang zu diesem Markt. Egal ob konventionelle Erzeugung, Speicher, erneuerbare Energien, die miteinander verbunden werden, oder Biomasse. Und wer seine Industrieanlage immer dann abschalten kann, wenn es nötig ist, der ist ebenfalls mit dabei, weil er keine gesicherte Leistung nachfragen muss. Im fairen Wettbewerb werden sich immer die günstigsten Optionen durchsetzen. Das schafft einen Anreiz, innovativ zu sein. Wer neue Möglichkeiten entwickelt, gesicherte Leistung bereitzustellen oder auf gesicherte Leistung zu verzichten, kann damit Geld verdienen. Gleichzeitig führen diese Innovationen dazu, die Kosten insgesamt zu senken. Der dezentrale Leistungsmarkt ist also effizient und das ist gut für den Verbraucher. Er sorgt für Versorgungssicherheit, denn die konventionellen Kraftwerke, die benötigt werden, um für die volatilen, erneuerbaren Energien einzuspringen, können so kostendeckend betrieben werden. Der Bedarf an gesicherter Leistung wird wetterunabhängig jederzeit gedeckt. Es wird nur für so viel gesicherte Leistung bezahlt, wie die Verbraucher benötigen. Überkapazitäten werden nicht gefördert. Der dezentrale Leistungsmarkt ist zudem europäisch und kann an existierende Modelle wie in Frankreich gekoppelt werden. Deutschland will die Energiewende und Deutschland will die sichere Versorgung der Menschen mit Strom. Beides zusammen geht durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Einführung eines dezentralen Leistungsmarktes.